der Künstler. Der Deutsche und der Ecuadorianer, er hat zwei Pässe. Vielleicht bevor wir die Mannschaft hier nach vorne holen, ganz kurz eine Frage. Zwei Seelen oder zwei Pässe? Was würdest du sagen? Was ist für dich wichtig? Ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen sowohl diese zwei Herzen weiterzutragen, auch genauso wie jeder Recht hat, zwei Pässe zu haben oder 20. Ich hatte Glück, als der Ecuadorianer, dass ich den Pass nicht abgeben musste, dann war diese Frage für mich, diese Identitätsfrage in Bezug auf deinen Pass, hat sich nicht mehr gestellt. Aber ich mir fällt schwer, wenn ich jemand über meine Geschichte erzähle, der diesen Schicksal nicht hat und seinen Pass abgeben muss. Deswegen glaube ich, sollte man mit diesem Quatsch aufhören. Sehr schön. Und, genau, aber ja, die zwei Seelen haben auch mit Erinnerung zu tun und ich bin teilweise, genau, jetzt fast die Hälfte meines Lebens hier und diese Erinnerung kannst du nicht vergessen und die gehören zu mir und die versuche ich dann hier einfach weiterzuleiten. Sehr schön, danke. Und man kann natürlich nicht vergessen, dass ein Film nicht nur von einer Person gemacht wird. Das sind ganz viele, die mitgewirkt haben, haben wir auch gesehen. Und viele sind heute hier. Genau. Und wir wollen sie auch gleich nach vorne holen. Genau, ich gucke nicht auf meine SMS, sondern auf das Team, weil ich es sonst vergesse, weißt du. Und um dieses Gefühl zu vermitteln, was ich haben wollte, habe ich ein paar Magier gesammelt, oder ich wollte mit Magiern arbeiten und alle, die jetzt bitte nach vorne kommen, sind Zauberer. ja, ich glaube, es passt nicht mehr rein. Ist auch gut so. Ist ein bisschen eng und gemütlich. Ich sehe Gerd vor mir, das ist mein ehemaliger Professor. Naja, nicht ehemaliger, der ist immer noch, der ist lebenslang Professor. Und ich wollte extra Dank sagen, weil ohne auch seinen Unterschrift wäre ich nicht hier. Vielleicht, bevor wir anfangen, Fragen aus dem Publikum anzunehmen, eine Frage an eine Person, die sicherlich sehr entscheidend war, dass dieser Film heute hier ist, Frau Schäfer. Was hat Sie besonders beeindruckt an diesem Film? Sie mussten, genau, danke. Sie haben viele Filme gesichtet und es ist sicherlich immer schwer zu sagen, was ist am wichtigsten, warum sollte ein Film gezeigt werden? Was hat Sie besonders beeindruckt in diesem Film? Okay, also erstmal, ich habe diesen Film nicht ausgesucht fürs Filmfest, aber ich freue mich sehr, dass der Film heute hier seine Premiere feiern kann. Und deshalb danke auch nochmal, ich habe ihn schon gesehen, an Herrn Wiederspiel und an Frau Kohlstede. Genau. Das stimmt, ich habe viele Filme gesichtet und Dario, an deinem Film beeindruckt mich. Es ist schon der zweite Film, den ich begleiten durfte, redaktionell von dir, dass wir so persönlich und so mit einem tiefgründigen oder auch warmherzigen Humor an deinem Leben teilhaben können und dass ich durch den Film oder wir alle durch den Film deine ganze Familie kennenlernen dürfen und nebenbei auch noch einige deutsche Marotten vorgeführt bekommen. Ich nehme mich da nicht aus. Zum Beispiel unsere Liebe für die Mülltrennung. Und was mich persönlich, also was mir sehr gut gefällt an dir und ich wünsche mir, dass wenn wir wieder einen Film zusammen
aufs Filmfest hoffentlich und ins Fernsehen hoffentlich bringen, dass du dann auch wieder singst. Okay, wichtig ist mir, wenn Ihnen der Film gefallen hat, sagen Sie es weiter, dieser Film läuft nicht nur dann im Kino, sondern wenn die sogenannte Kinosperre zu Ende ist, dann läuft er 2020 oder vielleicht sogar noch 2019, ich gucke jetzt den Produzenten, Herrn Büchner, an, in einer leicht gekürzten Fassung oder in einer kürzeren Fassung auf Arte. Tobias läuft 2019 und ich kann genau wieder 2020. 2020 ist realistischer. Wir freuen uns. Und wir freuen uns jetzt, Fragen entgegenzunehmen. Vor allem aus dem Publikum. Wir haben noch zwei Mikros im Publikum. Wer möchte gerne eine Frage stellen? Ja, die erste Frage ist immer schwierig. Ne? Ja. Können auch ganz persönliche Fragen sein. Ach, ja, schon. Nicht so ganz persönlich. Darío, muy buena película. ¿Conseguiste de que tu padre vino luego a visitarte? ¿Cómo vino a visitarte ya aquí en Alemania tu padre? Die Frage ist, ob mein Vater mich besucht hat, ob ich das hinbekommen habe. Und die Antwort, ich kann es auch Deutsch oder soll ich auch Spanisch? Und die Frage ist nein. Das war auch eine ziemlich absurde Situation. Am Ende hat er, weil es genau an den Tagen 3. Oktober war, war die Botschaft 3 Tage zu. Also hat er ausschließlich dann 6 Tage Visum bekommen und dann haben wir die Reise abgeblasen. Und nein, also der war noch nie hier, und aber irgendwann dachte ich, ja, vielleicht ist auch gut so. Der geht es auch jetzt nicht so gut gesundheitlich und dann habe ich dann die Idee ein bisschen verschoben. Aber ich hatte lange und habe ich immer noch lange damit zu kämpfen eigentlich, dass mein Vater ein Visum braucht. Also ich sehe natürlich die Sache, es hat eine emotionale Kraft. Also ich kann bürokratischen Entscheidungen nicht verstehen, weil der Mensch emotional ist und nicht bürokratisch. Und deswegen habe ich immer noch damit zu kämpfen, ihn überhaupt noch mal einzuladen. Also ich habe es für mich abgeschlossen. Es ist vielleicht gut, wenn er ein schönes, sein eigenes Bild von Deutschland aus der Ferne hat. Danke. Hier vorne war noch eine Frage. Vielen Dank. Erstmal Dario an dich und an das ganze Team. Herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Film. Der war grandios, wirklich. Ich kann mich erinnern, wir haben uns mal vor, ich glaube, 5 Jahren unterhalten, auch auf dem Filmfest, als Caesar's Grill hier lief. Da hast du mir damals schon erzählt, dass dieser Film oder diese Geschichte deinen nächsten Film prägen soll. Du hast ja auch in dem Film öfters erwähnt, du wolltest immer was Künstlerisches tun. Wann ist dir denn eigentlich mal bewusst geworden, dass dein Leben zu der Kunst wird, in Form von jetzt Dokumentarfilmen? Weil, ja, es ist eine ungewisse Reise. Also du weißt es nie, es ist ja immer eine These, ob du, einen Platz kriegst. Weil es hängt viel von dem Markt ab, ob deine Arbeit angenommen wird oder nicht. Deswegen war immer eine These und es bleibt auch eine These, ob ich dabei, also es fragt sich, die Frage kommt immer wieder, immer noch, wie lange man weitermachen kann, weil es nicht einfach ist, dass Filme zu finanzieren und damit auch alle vernünftig verdienen können, auch, also was sie auch für ihre Leistung auch verdienen können, brauchst du eine großen Finanzierung und dann wären wir fast bei der Anzahlung an die Filmförderung und so weiter. Aber das macht danach Tobias. Aber ja, also das war immer eine These, würde ich sagen. Das war, ich glaube, das hat auch ein bisschen mit Naivität zu tun, dass man das behält, wenn man zu viel nachdenkt, dann hört man auf, glaube ich. Dankeschön. Noch andere Fragen? Da hinten. Hola, Leticia Fernández de España. Te hago la pregunta en español y luego en alemán.
Tu experiencia es lo que me gustaría saber. Ahora eres alemán. ¿Has notado que realmente lo eres? ¿Que las cosas han cambiado realmente para ti? ¿O sigue habiendo una traba de fondo? Jetzt auf Deutsch. Jetzt hast du die deutsche Staatsangehörigkeit. Haben sich die Sachen wirklich für dich geändert oder hast du immer noch Probleme? Ja, also ein ganz banales Beispiel, wenn ich im Flughafen von Ecuador nach Deutschland komme, wenn ich neulich war ich in Ecuador im Mai, dann komme ich zurück und dann gibt es zwei Schlangen, die EU und alle anderen Länder. Und dann gehst du selbstverständlich in die EU und dann kommst du mit deinem Pass an und niemand stellt dich, also ich habe bisher keine Fangfragen gestellt, sondern ich habe den deutschen Pass geguckt, geprüft, weiter. Und dieses Gefühl von nicht mehr prüfen zu müssen, hat mich schon erleichtert. Also nicht mehr geprüft werden durch den Pass oder durch das. Das ist ein großer Last. Auch wenn du nichts zu verstecken hast, dieses Gefühl geprüft zu werden über Jahre macht schon was aus. Und genau, also es gibt bestimmt Leute, die das, auch wenn sie deutsch sind, auch erleben. Genau, ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantworten kann. Más o menos. Y luego aquí el tema burocrático, cuando vas a las oficinas, creas un papel. Also ich hab schon gemerkt, dass mir das einfach Unabhängigkeit gegeben hat. Also ich kann natürlich wählen gehen, das war mir auch wichtig, dass ich auch die Richtung des Landes mitentscheiden darf. Aber diese Unabhängigkeit, auch nicht Steffi mal fragen zu müssen, ob sie den Vertrag geben kann und so weiter, das sind irgendwie so Sachen, die in dem Alltag, also ich glaube, ich weiß nicht, ob die Bürokratie klar ist, wie viel Einfluss sie auf das Privatleben hat durch solche Sachen. Und was sie auch beursachen kann in einer Beziehung. Und das war mir genau wichtig in dem Film, ne? dass man das sieht. Und diese Unabhängigkeit oder dieses Erwachsenwerden oder 18-Werden, da hat es schon recht. Das sind Dinge, die jeder gerne hat, Unabhängigkeit. Gut, und wir hätten natürlich gerne Unabhängigkeit, was die Diskussion angeht, aber auch mal eine Frage da hinten. Wir haben aber gleich danach eine Vorführung, insofern müssen wir gleich hier rausgehen, aber wir können draußen vor der Tür noch weiter diskutieren. Ich würde noch sonst, wenn wir jetzt eine Minute haben, würde ich noch den Tobias Büchner das Mikro geben. Ja, dürfen wir. Weil es gibt Leute, die wir bedanken und so weiter. Ja, was mir jetzt gerade, als ich den Film gesehen habe, mir nochmal bewusst geworden ist und wo hier die ganzen Leute stehen vom Team, ist Dario und ich, oder wir haben seinen ersten Langfilm gemacht, das ist schon über 10 Jahre her, das heißt für diese 15 Jahre, die wir hier kennengelernt haben, den Film, ist die Büchner GbR schon 2/3 dabei gewesen. Und die Filmförderung Hamburg, Schleswig-Holstein zum Beispiel, hat schon war von Anfang an dabei. Und viele aus dem Team, Viktor, Sven, seit Cesar Skrill, Monika, NDR Arte. Und vordergründig geht es ja immer darum, natürlich Geld aufzutreiben und Budget und so, aber das habe ich jetzt irgendwie gemerkt, ist gar nicht das Allerwichtigste, sondern diese Kontinuität, die dadurch entstanden ist, ermöglicht überhaupt so einen persönlichen Film zu machen, weil in dieser Kontinuität Vertrauen wächst und es ist ja auch einen Beitrag an der Rio hier anzukommen. Und das möchte ich mal hervorheben und mich nochmal bedanken bei der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und beim NDR Arte, namentlich Monika Schäfer. Danke sehr.